Wochenende. Was macht man? Also was mache ich am Wochenende? Das kommt drauf an. Wenn es ein gutes Wetter gibt, wie am letzten Samstag, dann machen wir bestimmt einen kleinen Ausflug oder zumindest einen Spaziergang in der Nähe. Am vergangenen Wochenende war ein Freund von meinem Mann zu Besuch in München. Als wir vor ungefähr einem Jahr in Portugal besucht haben, waren wir in seinem Haus in der Nähe von Lissabon. Seine Familie war sehr herzlich und hat uns wundervolle portugiesische Speisen zubereitet. Ich kann den Tintenfischreis von seiner Mutter immer noch nicht vergessen. Übrigens, er lebt zwar in Portugal, wir haben uns fast alle paar Monate getroffen. Interessanterweise hat seine Freundin in der Nähe von München einen Job bekommen. Warum interessant? Er spricht fließend Deutsch und er hat viele deutsche Freunde. Aber die Freunde nicht. Trotzdem hat er jetzt in München arbeitet und die beiden haben daher eine Fernbeziehung. Oh, zu viele persönliche Sachen. Stopp. Wir sind nach Garmisch-Partenkirchen gefahren. Es ist der Ort, der für die Zugspitze, the top of Germany, sehr berühmt ist. Den höchsten Gipfel Deutschlands haben wir nicht besucht, sondern die Partnachklamm. Um ehrlich zu sein, wusste ich gar nicht, was es war. Und ich wusste auch nicht, was das deutsche Wort Klamm bedeutet. Ehrlich gesagt, haben wir gar keinen Plan vorgehabt, was wir in Garmisch-Partenkirchen machen werden. Wir sind einfach ins Zentrum gelaufen und irgendwie haben wir uns beschlossen, einfach dem Fluss zu folgen und in die Berge zu gehen. Dort haben wir festgestellt, dass das der Weg zur Partnachklamm ist. Auf unserem Weg waren idyllische Landschaften. Garmisch-Partenkirchen hat viele richtige Berge in der Nähe. Keine Hügel, richtige Berge. Also im Winter kann man natürlich auf den Gipfel gelangen und dort Skifahren. Wir haben auch Skipisten gesehen. Dort gab es eine Veranstaltung der Feuerwehr. Winterolympiade hat der Ort bereits 1936 veranstaltet. Und 1978 und 2011 die alpine Skiweltmeisterschaft. Die Partnachklamm. Sie ist eine über 80 Meter tief eingeschnittene Klamm und damit vergleichbar mit einem Canyon. Deswegen sieht es schon ziemlich interessant aus. Noch interessanter ist, es durchzugehen. Es fühlte sich so an, als wäre ich in einem Freizeitpark. Sicher habe ich was Ähnliches irgendwo in Lotte World oder in Avalon gemacht. Aber so, als natürliches Naturphänomen ist es natürlich noch spektakulärer. Das war ein bisschen anstrengend, aber eine ziemlich interessante Erfahrung. Man kann das erfrischende Rauschen von Fluss hören. Ich fand es richtig meditativ und beruhigend. Aber danach war uns ganz schön kalt. Also sind wir in ein Restaurant gegangen, um uns zu wärmen und zu futtern. Ein gut warmer Fischeintopf, Schnitzel
und ein Bier von der Klamm waren eine gute Entscheidung. Ich war es nicht so gewohnt, das Schnitzel ohne bestimmte Soße, sondern mit Zitrone zu essen, aber jetzt habe ich mich daran gewöhnt. Ich kann mir gut vorstellen, dass es nachts mega gruselig wäre. Es gibt nämlich keine Beleuchtung. Ja, die Berge sind schon beeindruckend und ein toller Tagesausflug, wenn Gäste bei uns in München zu Besuch sind.